Hallo, mein Name ist Sebastian Mülschlag und ich betreue als Produktmanager das Brachytherapie-Implant-Portfolio von Eckert & Ziegler Behbig. Ich freue mich, Ihnen heute unser Produkt Isocord vorzustellen, das für die Implantation von Zietketten in die Prostata eingesetzt wird. Das Design von Isocord ermöglicht eine flexible und komfortable Konfiguration der Zietketten bei minimaler Strahlenbelastung. Die Isocord-Zietketten sind speziell für eine Reduktion der Migration designt. Zunächst möchte ich Ihnen das Equipment vorstellen und die Beladung der Sterilisationskassette für den Reinigungsprozess demonstrieren. Die Isocord-Zietkette besteht aus J125-Seeds und Abstandshalter, die im biologisch abbaubaren Nahtmaterial eingebettet sind. Die Seedketten werden im Isocord-Magazin ausgeliefert, welches bis zu 70 Seeds bevorraten kann. Das Isocord-Magazin ist mit einer Transportsicherung versehen, sodass ein Herausfordern nur möglich ist, wenn sich das Isocord-Magazin in der Nadelladestation befindet. Für einen sicheren Umgang mit Isocord stellen wir folgendes Material zur Verfügung. Die Isocord-Nadelladestation dient der Konfiguration von Seedketten und der Beladung von Implantationsnadeln. Das Isocord-Magazin dient zur temporären Aufbewahrung von bereits beladenen Implantationsnadeln. Die Sterilisationskassette dient zur Aufbewahrung von Nadelladestationen und Zubehör für die Sterilisation. Der Isocord-Abfallbehälter kann für die temporäre Lagerung von radioaktivem Abfall verwendet werden, während das Transferrohr für die Nachbeladung von bereits implantierten Nadeln eingesetzt wird. Für die Behebung von Störungen werden Schraubendreher, Pinzette und Schere zur Verfügung gestellt. Für die Sterilisation legen Sie das Zubehör in die entsprechenden Halterungen der Sterilisationskassette. Anschließend setzen Sie die Nadelladestation in die vorgesehene Halterung. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Hilfe der Nadelladestation die gewünschten Zietketten konfigurieren und die Implantationsnadeln beladen können. Stellen Sie die Nadelladestation und das Zubehör auf einen ausreichend großen und sterilen Arbeitsplatz. Wir empfehlen dabei die hier gezeigte Anordnung. Verbinden Sie das sterile Anschlusskabel mit der Beleuchtungseinheit auf der Rückseite der NLS. Zur Orientierung sind Kabel und Beleuchtungseinheit mit einer roten Markierung versehen. Das Kabel kann anschließend mit der Stromversorgung verbunden werden. Um das Magazin einzusetzen, schrauben Sie die Kappe des Magazins ab. Die Magazinaufnahme der Nadelladestation muss sich in der Mandrang-Position befinden. Setzen Sie dann die linke Magazinseite so ein, dass die Magazinöffnung in die Buchse der Magazinaufnahme passt. Heben Sie die linke Magazinseite an und drücken Sie die rechte Magazinseite in die Magazinaufnahme. Die Transportsicherung des Magazins wird durch den Stift in der Magazinaufnahme automatisch entriegelt. Zur Prüfung der Beweglichkeit der Seedkette setzen Sie den Antriebsknauf in das Magazin und drehen Sie den Knauf vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn in die mit Nadel gekennzeichnete Richtung. Der Antriebsknauf sollte sich ohne größeren Widerstand drehen lassen und die Seedkette aus der Buchse hervortreten. Drehen Sie den Antriebsknauf im Uhrzeigersinn in die mit Magazin gekennzeichnete Richtung, bis das Ende der Seedkette mit der Buchse der Magazinaufnahme abschließt. Nun können Sie die zu beladende Implantationsnadel mit der Nadelaufnahme verbinden. Führen Sie dazu das Anschlussstück der Nadel über die Nadelaufnahme und drücken Sie diese in die Halteklauen. Zur Konfiguration der Seedkette schieben Sie die Magazinaufnahme jetzt mit den Daumen von der Mandrang-Position in die Isocord-Position. Diese Position ist erreicht, wenn die Magazinaufnahme direkt am Schneidesystem anliegt und die Kugelrastung wieder eingerastet ist. Drehen Sie den Antriebsknauf gegen den Uhrzeigersinn in Richtung Nadel, um die Seedkette aus dem Magazin zu fördern. Über den Spiegel können Sie überprüfen, ob sich die Seedkette aus dem Magazin fördern lässt. Die Seedkette muss so positioniert werden, dass die Seeds direkt über den Positionsmarken liegen. Schauen Sie beim Positionieren genau senkrecht auf die Seedkette über die erste Position. Die dunklen Seeds lassen sich dabei deutlich von den transparenten Spacern unterscheiden. Damit die Seedkette in der Mitte eines Spacers durchtrennt wird, müssen Sie darauf achten, dass sich das zuletzt geförderte Seed exakt auf der ersten Position befindet.
Drücken Sie das Messer des Schneidesystems nach unten, um die Ziehkette zu durchtrennen. Ziehen Sie anschließend die Magazinaufnahme an den Griffen von der Isochord in die Mandrang-Position. Bei korrekter Durchführung schaut ein halber Spacer aus der Buchse der Magazinaufnahme. Drehen Sie den Antriebsknauf in Richtung Magazin, bis das Ende der Seatkette mit der Buchse der Magazinaufnahme abschließt. Zur Beladung der angesteckten Implantationsnadel mit dem geschnittenen Kettenabschnitt schieben Sie den Vorschubmandrang an seinen Griff bis zum Anschlag und führen Sie ihn anschließend zurück in die Ausgangsposition. Danach können Sie die Nadel abnehmen, indem Sie die beladene Nadel am Anschlussstück greifen und den Entriegelungshebel der NLS betätigen. Sie können die beladene Nadel vor Beginn der Behandlung in dem Nadelmagazin zwischenlagern oder direkt implantieren. Nachdem alle Seeds aus dem Magazin befördert oder alle notwendigen Nadeln vorbereitet worden sind, bringen Sie die Magazinaufnahme in die Mandrang-Position. Drehen Sie den Antriebsknopf im Uhrzeigersinn in Richtung Magazin, bis das Ende der Seedkette mit der Buchse der Magazinaufnahme abschließt. Drehen Sie anschließend den Antriebsknauf noch 3 bis 4 Grad weiter im Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass die Seedkette vollständig in das Magazin zurückgezogen wird. Nachdem der Antriebsknauf aus dem Magazin genommen wurde, können Sie das Magazin aus der Nadelladestation entnehmen. Schrauben Sie die Strahlenschutzkappe des Magazins anschließend wieder auf. Weitere Informationen zur Handhabung von Isochord entnehmen Sie bitte unserer Gebrauchsanweisung.